بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind jetzt mit dem Buch دروس اللغة العربية mit الدرس الحادي عشر mit Überschrift بيتي. Mit der Überschrift Beiti. Und in dem Text steht dann eben Hadha Beiti. Das ist mein Haus. Wir haben jetzt die Pronomen gelernt. Beiti amam al-Masjidi. Mein Haus ist vor der Moschee. Natürlich, während ich sage, alles übersetzen. Nicht, dass irgendetwas weggeht. Beiti Jamilun. Mein Haus ist schön. Fihi. Jetzt haben wir die Präposition fi. Fi heißt in. Fihi, in ihr. Also in dem Haus. Hadiqatun, sariratun. Ein kleiner Garten. Hadiqa ist Garten. Ich gebe euch jetzt schon eine schöne Information. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Hadiqa und Bustan? Hadiqa und Bustan sind beide Garten. Der Unterschied ist nur, dass der Hadiqa... Ist Bustan, wo man was anpflanzt? Nee, bei Weiden kann man anpflanzen. Aber die Hadiqa ist eben, die eine Grenze hat. Der Bustan, der frei ist. Also, du hast ein Grundstück, aber die hat keine Mauer, die hat gar keinen Zaun. Du weißt aber, wo die Grenze ist. Das nennt man Bustan. Wenn sie aber eine Grenze hat, dann nennt man Hadiqa. Also, fi Hadiqatun, Sariratun. In ihr gibt es einen kleinen Garten. Hadihi Ghurfati. Das ist mein Zimmer. Fiha, in ihr. Jetzt haben wir Ha gesagt und nicht Hi, weil es Muannas ist, weiblich. Nafidhatun, Kabiratun. Ein großer Fenster. Wa mirwahatun jamilatun. Mirwaha haben wir gesagt, Ventilator. Ein schöner Ventilator. Hadha sariri. Das ist mein Bett. Wa hadha kursiyi. Und das ist mein Stuhl. وَهَذَا مَكْتَبِي. Und das ist mein Schreibtisch. سَاعَتِي. Meine Uhr. وَقَلَمِي. Mein Stift. وَكِتَابِي. Mein Buch. عَلَى الْمَكْتَبِي. Auf dem Schreibtisch. وَحَقِيبَتِي. Meine Tasche. تحت المكتبي ist unter dem Schreibtisch. نافذة غرفتي. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich wiederhole es nochmal. Und da wir مضاف إليه haben, eigentlich نافذة. Wir haben ja gesagt, wenn das Wort unbestimmt ist, müssen wir Tanwin geben. Entweder N, in oder un. Aber hier gibt es Mudaf ilay. Also, nafidhatu ghurfati, also das Fenster meines Zimmers. Genitiv. Und deswegen sagen wir nafidhatu. Also, es wird durch dem Genitiv, was Zimmer ist, bestimmt. Und deswegen sagen wir nafidhatu ghurfati. Das Fenster meines Zimmers, maftuhatun, ist offen. Natürlich offen benutzt man auf Arabisch als Adjektiv sozusagen hier, maftuhatun. Auf Deutsch sagen wir dann eben offen. Bis hier gibt es irgendwelche Fragen? Okay. Hadhihi ghurfatu akhi. Das ist das Zimmer meines Bruders. Wa tilka ghurfatu ukhti.
Und jenes ist das Zimmer meiner Schwester. غُرْفَةُ أَخِي كَبِيرَةٌ. Das Zimmer meines Bruders ist groß. وَغُرْفَةُ أُخْتِي صَغِيرَةٌ. Und das Zimmer meiner Schwester ist klein. غُرْفَةُ أَخِي أَمَامَ غُرْفَتِي. Also das Zimmer meines Bruders ist vor mein Zimmer. وَغُرْفَةُ أُخْتِي. Und das Zimmer meiner Schwester أَمَامَ الْمَطْبَخِي. Vor der Küche. لي أخ واحد اسمه أسامة. Also لي أخ, ich habe einen Bruder. واحد, eins. اسمه, sein Name ist أسامة. ولي أخت واحدة. Und ich habe eine Schwester. اسمها, ihr Name ist سعاد. سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. Mein Vater und meine Mutter sind in jenem Zimmer, in jenem großen Zimmer, in jenem großen Zimmer. أنا أحب. Jetzt haben wir ein neues Verb, und zwar أحب. أحب ist in der Gegenwart. Also dieses Elif ist für ich. Ich liebe. أحب أبي وأمي. Natürlich, jedes Mal, wenn wir ein Verb lernen, müssen wir natürlich wissen, was ist das Infinitiv. Das Infinitiv ist immer die Vergangenheit in der R. Wie soll man es sagen? Also als R. R liebt. Und deswegen أحبّ. Das Infinitiv von أحبّ ist أحبّ. أنا أحب أبي وأمي. Ich liebe meinen Vater und meine Mutter. وأحب أخي وأختي. Und ich liebe meinen Bruder und meine Schwester. Bis hier irgendwelche Fragen? Okay. Jetzt gehen wir zu den Temerin, zu den Aufgaben. Und der erste Temrin ist Iqra waktub. Lese und schreib. Wir machen das so. Ahmed als erstes und dann Hüseyin. Jeder eine Zeile. Und wir versuchen zu übersetzen, damit wir beim Übersetzen das uns einprägen können. Okay. Ahmed, Nummer 1. Dann man fi hadha al-bayti fihi hamidun. Wer ist in dem Haus? Wer ist in diesem Haus? Im Haus, also in ihm ist Hamid. Genau. Hüseyin? Mada fil haqibati? Was ist in, was heißt haqiba? Tasche. Tasche. Was ist in der Tasche? فيها كتابي وقلمي ودفتري. Also es ist drin mein Buch, mein Stift und mein Heft. Genau, super. Ahmed, Nummer 3. Ganz kurz, darf ich eine Frage stellen? Okay. Gilt فيها auch als Präposition? Ja, oder? فيها teilt sich in zwei. Also ها ist das Pronomen. Ihr, ja, genau. Genau, und wie ist das die Präposition? In. Okay, also wenn man viel her sagt und nicht, also Kitabi ist ja jetzt Kesra, weil er sagt mein Buch. Wenn er genau. Aber das normale Buch sagt, also wenn er jetzt sagen wollte, in ihr ist ein Buch drin. Ach so. Würde er wieder Fiha Kitabi sagen oder Fiha Kitabun? Nee, dann würde es Fiha Kitabun sein. Weil okay.
Ich erkläre euch diese Thema. Und zwar, Fiha Kitabun. In ihr ist ein Buch. So würde die Übersetzung heißen. Und das ist ein voller Satz. Wir haben gelernt, dass der Satz entweder Jumla Ismiya ist, also ein Satz, der mit Nom anfängt, oder Jumla Fa'liya, ein Satz, der mit einem Verb anfängt. Der hier hat jetzt mit Fiha angefangen. Das ist, warum so passiert? Weil durch die Präpositionen haben wir das jetzt umgetauscht. Eigentlich ist es Kitabun fiha. Ein Buch ist in ihr. Und Kitabun ist dann eben Mubtada. Also, was wir so wie Subjekt übersetzen könnten oder sagen könnten, bezeichnen könnten. Und fiha ist dann eben der Khabar. Also, das ist eben die Nachricht, was mit diesem Buch los ist. Okay. Und deswegen, diese Kesra gibst du eigentlich dem Herr. Also, Fil-Ghurfati Kitabun. Oder Fil-Haqibati Kitabun. Okay? Jetzt, Ahmed, Nummer 3. Kannst du noch umblättern? Achso, dann ja. In dem neuen Buch ist das sowieso auf der nächsten Seite. Man fi s-sayyara, man fi s-sayyarati fiha abi wa ummi wa achi wa ukhti. Also wer ist in dem Auto? Im Auto ist mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester. Also Genau. meine Schwester sozusagen. Super. Jetzt Hüseyin. من في مسجد الجامعة الآن؟ مسجد Hier muss ich dich korrigieren. Man fi masjidil jami'ati al-an. Also jami'atil ana. Achso, okay. Also habe ich Jamiatu falsch gesagt, oder? Also nicht Dhamme, sondern Kasra. Genau, und Masjid, da hast du in der Mitte irgendwie so eine Haracke gesagt, die anders war. Man fi Masjidil habe ich gesagt. Okay, was heißt das? Wer ist in der Moschee gerade? Okay, Masjid ist Moschee. Was heißt Jami'a? Achso, vorhin habe ich Jamal gesagt. Das war mein Fehler, glaube ich. Okay, und was heißt Jami'a? Jamia, was heißt das nochmal? Warte ganz kurz. Gemeinschaftsgebiet? Ahmed, weißt du das? War das die Universität? Genau, super, Universität. Und wenn du große Moschee sagen möchtest, was sagst du dann? Ja, wahrscheinlich das, was jetzt da steht. Masjid ist eben da, wo du Sujud machen kannst. Also es hat drei Bedeutungen. Eine davon ist, wo du Sujud machen kannst. Und eine kleine Moschee. Das sind zwei. Al-Jami' ohne Tamarbuta, das ist die große Moschee, die uns vereint. Kommt von Jama'a, Versammlung, Gemeinde. Und Jami'a oder Jami'atu mit Tamarbuta ist dann Universität. Das ist der Unterschied. So, also das ist zum Beispiel also die ist zum Beispiel in einem, wenn man jetzt in einem Slum-Stadt ist, wird ja freitags mit einer Moschee gebetet. Und das ist dann sozusagen die Moschee, oder? Genau, richtig. Somit sind dann alle Moscheen eigentlich immer zu und in dieser einen Moschee wird dann oder betet dann die ganze Stadt. Natürlich, diese Fiqh-Masala, eigentlich Ja, sind das wir ist jetzt jetzt nicht. so. Also das geht noch ein bisschen tiefer rein. Ja, Und es ist schon so. Al-Ana heißt jetzt. Ja, das heißt. Okay. Genau, wer ist in der Moschee jetzt? Wer ist in der großen Moschee jetzt? Wir haben gesagt, in der Moschee von der Universität jetzt. Ach so, okay. Ah, okay. Wer ist in der Moschee von der Universität jetzt? Ma fihi ahadun? Genau. Was heißt ma? Nicht. Genau. Fi. Achso, also in ihr ist keiner sozusagen. Genau, in ihr ist keiner.
Aber warum mehr dann? Weil wenn du sagst, fihi ahadun, in ihr gibt es einen, jemand. Und das zu, das Negative rauszuholen, so. Ist eben in ihr gibt es einen, ma fihi ahad. Wie würdest du denn das übersetzen oder sagen? Du hast natürlich auch die andere Möglichkeit. Du kannst sagen, laysa fihi ahad. Das geht auch. Okay. Ahmed? Man fi hadhihi al-ghurfatu فيها غرفتي genau فيها المديري وإست فيها المدير ما تقول أصوات يا أخي سوري أتي هذه الغرف فيه ال فيها المدير إيش مديري نعم aber warum ist da vor dann غرفتي gewesen weil في هذه Und al-Ghurfati ist eben Badal, also das Austausch von Havihi. In diesem Zimmer. Also eigentlich kannst du sagen, man fi Havihi. Das geht auch. Und damit du erklärst, was dieses Havihi ist, was dies ist, hast du gesagt al-Ghurfa. Kapiert? Das ist wie vorhin, dann hast du dann fi hal mudiru. Genau, fi hal mudiru. Und was heißt das? Wer ist in diesem Zimmer? In diesem Zimmer ist der Direktor. Genau, super. Okay, unten haben wir jetzt auch Aufgabe 2. Iqra, lies. Wir machen wieder jeder eine Zeile. Hüseyin, 1 und 2. Uhibbun abi wa ummi. Was heißt das? Uhibbu oder uhibbun? Uhibbu, weil das ist jetzt ein Verb. Ein Verb, die Eigenschaft von einem Verb ist, dass es niemals Tanwin bekommt und niemals einen Artikel bekommt. Also niemals el uhibbu zum Beispiel. Ja. Okay. Aber ansonsten alles, also Adjektiv, Nomen, ansonsten alles so, oder? Also mit Tanwin zumindest. Genau, Adjektiv, Nomen, also Wörter, die bekommen alle Tanwin. Genau. Also, Uhibbu Abi wa Ummi heißt, ich liebe meinen Vater und meine Mutter. Genau. Und Nummer 2? Und Uhibbu Achi wa Uchti heißt, ich liebe meinen Bruder und meine Schwester. Genau. Jetzt Ahmed? Uhibbu Zamili, ich liebe meinen Kollegen. Genau. Und Uhibbu Wenn ich hier sage, Uhibbu Ustadi oder Uhibbu Ustadi? Ich verbinde, Uhibbu Ustadi. Verbinden, ne? Ohne verbinden. Also den Elif musst du lesen, weil er ein Hamza hat. Uhibbu Ustadi, ich liebe meinen Lehrer. Genau. Wenn man verbindet, wird dort El Ustadi stehen, oder? Was meinst du jetzt eigentlich mit verbinden? Also, er meinte Uhibbu Ustadi, also wir haben ja Uhibbu. Warte, warum ist es? Nee, wir haben es, Ahmed, wir haben es gar nicht so gemacht. Warum ist es verbinden? Nein, ich dachte, Elif, weißt du, manchmal gibt es da diese Dinger, diese, wenn du weiterliest, Elif fällt weg. Ich dachte, es sowas. Ach so, ja, aber denkst du, da kommt immer. Sag du zu Ende? Also, man verbindet es ja nur, wenn es einen Artikel davor gibt, also L. Und selbst wenn es jetzt ein Buchstabe ist, wo man direkt verbindet, zum Beispiel bei Sin oder bei Ta zum Beispiel, steht dort immer trotzdem L erstmal davor und danach kommt zum Beispiel L Ustazi und danach weiß man aber, wenn man verbindet, dass man... Warte mal. Bei Sin und Ta zum Beispiel kommt ein Shadda direkt. Ich kläre das schnell auf. Und zwar, was Ahmed gemeint hat, ist richtig. Also es gibt Elif und es gibt Hamza. Und das machen sehr viele, also sehr viele falsch, wenn sie den Kindern vor allem die Alphabete beibringen. Weil in den türkischen Büchern gibt es zum Beispiel als erstes immer ein Hemsa. Also Elif mit diesen kleinen Zeichen da oben über den Strich. Und dann gibt es unten Lam Elif.
Eigentlich heißt das nicht Lam Elif, das heißt eigentlich La. Weil den Elif alleine, ohne Hamza, den kann man nicht aussprechen. Deswegen musste man dann eben einen Buchstaben davor hinlegen, damit man ihnen erklären kann, wie man den ausspricht. Und dann hat man eben gesucht und gesagt, welchen Buchstaben sollen wir denn jetzt wählen, damit wir dem Elif seinen Ton geben. Und aus bestimmten Gründen haben die dann den Lam ausgewählt und haben dann gesagt, das ist La. Damit die sagen, das ist Hamza, das ist Elif. Wäre hier jetzt anstatt Hamza ein Elif, dann würden wir genau sagen, wie Ahmed es versucht hat, Uhibbustavi, was aber nicht der Fall ist. Was mit Hussein gemeint war, also was Hussein gemeint hat, ist zum Beispiel, wenn er Uhibbul Ustaz, Uhibbul Ustaz, wenn man den Artikel hinzufügen möchte. Okay? Ja. Okay. Jetzt Hussein, glaube ich. Uhibbullah. Uhibbullah. Da gibt es die Haraka. Uhibbullah. Genau. Warum sagt man Herr? Lies mal noch die. Okay, ich sage das jetzt. Jetzt bekommen wir den Akkusativ. Den Akkusativ auf Arabisch nennen wir Maf'ul bihi. Das ist der Akkusativ. Maf'ul bihi. Der Maf'ul bihi, seine Eigenschaft ist, dass er Fetha bekommt. Fetha bekommt, wenn das Wort Singular ist. Okay. Also es hat drei Zeichen eigentlich. Einer davon ist Fetha, was wir jetzt gelernt haben. Ich liebe Allah. Allah ist Akkusativ. Und damit wir zeigen können, dass das Akkusativ ist, haben wir ein Fetha gegeben am Ende. Und haben gesagt, Uhibbullah. Okay? Okay, jetzt Nummer 6 noch, ich sehe. Kannst du mich hören? Soll ich machen? Wie, okay, dann mach du, Ahmed. أحب النبي صلى الله عليه وسلم. Was heißt das? Ja, ich liebe den Propheten صلى الله عليه وسلم. Genau. Und das letzte? أحب اللغة العربية. Ich liebe die arabische Sprache. Genau. Damit wir jetzt eine kleine Kurzfassung machen zu den Dhamma, Fetha und Kesra. Der eigentliche Fall, also als Subjekt oder Nominativ, ist, dass das Wort Dhamma kriegt. Oder Dhammatain, also Tenuin. Danach, wenn eine Präposition dasteht oder Genitiv ist, dann geben wir dem Kesra. Und jetzt haben wir als Neues gelernt, dass, wenn es Akkusativ ist, ein Fetha bekommt. Das sind eben diese drei Zeichen. Und somit sind wir dann fertig. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.